Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lange und wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden können unter Weltereignissen und dann Braufest. Und hier haben wir das Achievement Eine Runde aufs Haus. Dieses wurde jetzt mit Dragonfly neu eingeführt und dafür müssen wir Folgendes machen. Spendet in Tavernen auf den Dracheninseln an Schankfässer. Und das sind insgesamt 12 Stück, 3 pro Gebiet, also den ursprünglichen Dragonflight-Gebieten. Ich würde sagen, wir legen mal los und dann sage ich euch jetzt noch nebenbei ein paar Sachen, die vielleicht interessant sein könnten. So, als allererstes sind wir in Waldracken und das erste Fass ist hier in dem Gasthaus auf den Koordinaten 47, 46, also da einmal rein. Und da seht ihr schon, da haben wir dann dementsprechend hier das Fässchen. Und wir müssen auch nichts zahlen, wir kriegen einfach, wenn wir es abgeben, 10 von den Braufestmarken. Die Braufestmarken braucht ihr für alle möglichen Aktivitäten im Braufest, also das ist auch eine der besten Möglichkeiten, diese Farm. Ich habe mir dazu 2 Makros gemacht und mit dem Addon TomTom das Ganze schon mal auf der Map anzeigen lassen. Ich kann euch das mal zeigen, wie werden wir jetzt einmal alle abfliegen. Im Normalfall würde ich immer zu den Spots hinfliegen und euch dann dementsprechend das zusammencutten. Aktuell kann ich das leider nicht. Ich hatte einen ziemlichen Crash mit dem PC, deswegen hatte ich auch eine Woche nicht gestreamt. Vielleicht die Leute, die im Stream unterwegs sind, haben das mitbekommen. Hatte ich auch im Discord geschrieben und ja, aktuell habe ich kein Videocut-Programm, aber da werden wir gleich nochmal mehr drauf eingehen. So, das nächste Ding haben wir jetzt in Waldracken auf den Koordinaten 50, 42 und dort ist es natürlich auch wieder in so einer Gaststätte und da haben wir dasselbe wieder mit dem Ding hier einfach interagieren, abgeben und dann haben wir nochmal 10 Marken mehr. Am Ende von dem ganzen Ding werdet ihr 120 Marken haben, weil es halt 12 Dinger sind. Und vielleicht um nochmal zurückzukommen, ne, ihr seht gerade, ich habe auch weder mein Overlay jetzt aktuell dabei, noch habe ich den Sound an, denn ich habe auch Probleme mit dem Sound mit dem Computer, dass sobald ich quasi eine normale Soundspur noch zusätzlich anhab, dann die Mikrofonqualität extrem leidet. Ich hoffe, es geht jetzt so halbwegs, meine Soundprogramme klappen leider nicht alle. Und ja, was mich interessieren würde, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das von dem Sound so passt, weil ich wollte eigentlich ein paar Sachen aufnehmen, hauptsächlich jetzt auch für das Event. Und ja, mein neuer PC ist zwar schon bestellt, aber es kann halt noch ein bisschen dauern, bis der da ist. Deswegen muss ich übergangsweise jetzt hier das noch so machen. Gut, jetzt sind wir aber beim nächsten Spot und zwar hier oben auf den Koordinaten 52, 81. Und dort haben wir auch wieder ein Gasthaus, da können wir einmal rein und das hier abgeben und ja, dann geht's weiter. Jetzt haben wir schon mal die 3 Stück aus Taldrassus, jetzt können wir weiter zum Azurblauen Gebirge. Blöd ist es halt, ne, weil dieses Braufest halt ein temporäres Event ist und genau dann ist natürlich hier mein PC ausgefallen und ja, da muss ich jetzt ein bisschen gucken, dass ich zumindest noch die Videos mache, die quasi nur während des Events einmal erledigbar sind. Gut, jetzt fliegen wir einmal hier ganz runter. Deswegen, den Piratentag hätte ich gern auch ein Video gemacht zu dem, ja, diesem Manuskript, was man da kriegen konnte. Da gab es ja einen eigenen Sattel, wie es übrigens im Braufest auch gibt. Und der Piratentag war ja nur ein Tag. Das war genau der Tag, wo mein PC den Geist aufgegeben hat. Ich konnte es zum Glück noch kaufen. WoW hat bei mir zum Glück noch funktioniert, aber alles andere nicht. Mir sind noch einige Videoguides, die ich aufgenommen hatte, quasi hops gegangen, weil auch die Festplatte anscheinend einen Hänger hat. Und ich habe die Dateien zwar da noch drauf, aber die kannst du nicht mehr vernünftig öffnen, das ist ein bisschen blöd. Aber gut, das meiste habe ich davor ja zum Glück schon gerendert gehabt. Genau, so viel dazu. Jetzt schauen wir das nächste Ding. Also Azurblaues Gebirge sind wir jetzt hier einmal in dem Lager im Nirgendwo. Das ist hier unten auf den Koordinaten 62, 57. Und da müssen wir diesmal hier in das Zelt rein und können einmal das Fässchen wieder anklicken. Zu den 2 Manuskripten, von denen ich gerade gesprochen habe, übrigens nochmal. Das eine, beim Piratentag, konnte man einfach kaufen, ne? Glaube ich 50.000 Gold, also falls ihr das verpasst habt, dann müsst ihr halt blöderweise ein Jahr warten, ist das halt genau nur einen Tag verfügbar. Und das andere, das jetzt beim Braufest ist, das könnt ihr bekommen, wenn ihr euch in die Event-Instanz reinqueut.
Und zwar gibt es da mit einem Level 60 Aufwärtschar einmal pro Tag könnt ihr da einen epischen Sack looten. Und in diesem epischen Sack kann ein Manuskript drin sein, das halt für einen der Drachen so ein Braufest-Aussehen quasi mit dabei hat. Jetzt sind wir hier auf den Koordinaten Lager Antonidas, Koordinaten 46, 40. Dann machen wir das nächste aus. Und so wie das aussieht, braucht ihr das aber nicht spammen, sondern anscheinend hat Blizzard jetzt so wie es beim Liebe liegt in der Luft Event der Fall ist, das so gemacht, dass ihr beim ersten Ding, also beim ersten Event, das ihr abschließt, ne, also das ist übrigens hier drin und hier, Korn Düsterbräu, dass ihr es quasi in der ersten Kiste drin habt. Wenn ihr es nicht drin habt, braucht ihr es nicht mit mehr Chars probieren. Ich habe am zweiten Tag, habe ich das, glaube ich, mit 40, 50 Chars durchgeballert. Es dauert immer nicht lange, queued rein. Eine Minute Bossfight, wenn überhaupt. Und dann kriegt ihr halt das Ding hier einmal täglich. Aber anscheinend ist die Chance beim ersten Mal am Tag extrem viel höher. Ich habe es dann am dritten Tag beim ersten Try gekriegt. Alle Leute auf WoW Head haben es auch immer aus der ersten Kiste am Tag rausbekommen. Also heißt, ihr braucht es nicht spammen, sondern könnt es halt einfach relativ angenehm einmal am Tag mit einem Char durchballern. Das Braufest geht ja in 2 Wochen, glaube ich. Jetzt sind wir hier leider schon in der 2. Woche. Ne? Also früher konnte ich leider nichts aufnehmen, weil davor gar nichts ging. Aber zumindest habt ihr jetzt noch ein paar Tage über. So, das nächste haben wir jetzt hier bei den Kaluak unten. Die heißen ja nicht Iskara, heißen die Tusker von Iskara. Kaluak waren die anderen. Und zwar hier auf den Koordinaten 12, 49. Und da können wir dann das Fässchen auch aufmachen. Dann müssten wir jetzt einmal auch fertig sein hier im azurblauen Gebirge. Jetzt gucken wir gleich mal rein. Genau, jetzt haben wir quasi noch 3 drüben in der Ebene von Onara. Und wir haben noch 3 dann in der Küste des Erwachens. Übrigens, falls ihr euch dann überlegt schon, was ihr mit diesen Marken Schönes anstellen könnt. Meine sind, hier unten sind sie, ziehen wir gleich mal raus. Übrigens, mein Inventar sieht so voll gefüllt mit Stuff aus, weil auch meine Add-ons, die ich zum Verkaufen benötige, aktuell nicht auf dem PC drauf habe. Ich habe den quasi neu aufgesetzt und dann, müsste ich jetzt alles nochmal neu draufziehen, aber den Aufwand mache ich mir persönlich jetzt nicht, weil mein neuer PC kommt eh bald und dann sollte das hoffentlich klappen. Und zumal, es buggt hier eh ziemlich viel rum, also das ist jetzt hier wirklich nur übergangsweise. So, das nächste Ding, da sind wir jetzt hier unten in diesem grünen Bereich von der Ebene von Onara, also diesem weltlichen Bereich. Grün ist es ja, glaube ich, überall, aber da haben wir irgendwo ein Gasthaus. Ich bin es vorhin mit meinen Hordenschars extra schon mal abgeflogen. Genau, hier ist es. Also da ist der Eingang und das Ding ist dann auf den Koordinaten 28, 60. Und zwar, ich bin das mit meinen Hordenschars abgeflogen, denn diese Braufestmarken kann man auch für einiges brauchen. Mittlerweile ist es ja so, dass man weiße und graue Sachen T-Moggen kann. Und bei dem Braufest gab es verschiedene Brillen. Und auch diese Brillen, das T-Mog kann man kriegen. Ich glaube, das waren 3 verschiedene oder sogar 4 verschiedene Brillen. Ich habe mir jetzt schon welche gekauft gehabt, die man sich holen kann. Heißt, mit Twinks diese Sachen hier auch abzufliegen, macht Sinn, weil schneller kriegt ihr die Marken tatsächlich nicht. Ja? Also es gibt eine Only-Horden-Brille, die kostet 100 und eine Only-Ali-Brille. Ich habe das aber getestet, wenn ihr die Horden-Version kauft, kriegt ihr auch die Ali-Version und andersrum wird es wahrscheinlich genauso funktionieren. Dann gibt es ein paar Brillen für 200 Marken, die kann man... Also diese gibt es bei Horde und bei Allianz. Und dann gibt es noch ein paar andere Belohnungen, die neu hinzugekommen sind. Jetzt schauen wir uns aber erst das Fass hier noch an. Und zwar sind wir jetzt hier in dem Lager auf den Koordinaten 59, 38. Und da ist es hier einmal das Fässchen. Und zwar da ist eine Schildhand, eine blaue für 200 Marken ist neu dazugekommen. Und dann ist noch ein Toy, was ich mir jetzt gleich mit dem Main kaufen werde, auch noch dazu gekommen. Das ist so das Letzte. Da wollte ich auch noch einen Toy-Guide machen. Deswegen habe ich da jetzt auch noch ein bisschen gewartet, bis das hier mit den Aufnahmen zumindest so halbwegs wieder funktioniert. Genau. Also das sind so die Belohnungen, die sich lohnen. Heißt, am besten macht ihr das Dungeon. Dann kriegt ihr einmal eine Belohnung, wo ihr, also wenn ihr es abschließt, kriegt ihr, glaube ich, so ein Quest-Item, was 40 Marken bringt, dann nochmal 10 Marken, wenn ihr das Dungeon macht.
Und ja, dann habt ihr schon 50, 120, kriegt ihr durch das Rumfliegen. Dann müsst ihr noch ein paar World Quests abschließen. Und dann seid ihr eigentlich schon bei den 200 und könnt euch das Toy kaufen. Also es geht relativ fix. So, das nächste Ding haben wir hier bei den Koordinaten 85, 35. Und da machen wir das auf. Dann sind wir mit der Ebene von Onara auch durch und können runter zur Küste. Übrigens zu den World Quests. Es gibt da nicht nur, oder nicht World Quests, sondern Daily Quests sind es ja beim Braufest. Es gibt nicht nur welche bei den altbekannten Spots, ne? Also in Dunmorok bei der Allianz, beziehungsweise als Hordler vor Orgrimmar, sondern es gibt auch zwei neue, die sind in Waldracken. Ne? Da gibt es jeweils 10 Marken, könnt ihr täglich machen, also kriegt er 20 täglich da. Und die gehen eigentlich relativ zügig, muss ich sagen. Also die sind ganz entspannt. So, jetzt gehen wir zum nächsten hier. Also jetzt sind wir hier Küste des Erwachens auf den Koordinaten 47, 83. Und da ist es jetzt hier draußen neben dem Zelt, weil das anscheinend das Gasthaus darstellen soll. Da haben wir es. Seht ihr auch diese ganzen Balken. Da habe ich mein Addon auch noch nicht draufgeladen. Finde ich jetzt auch nicht so nice, das Standardzeug, aber gut, temporär sollte es genügen. Genau, mit diesen zwei Dailies, wo ich jetzt gerade noch erzählen wollte, bei denen ist so, beim einen muss man, glaube ich, durch so ein paar Luftblasen fliegen, das ist eigentlich ganz, ganz nice gemacht. Und das andere, da muss man so ein Fass quasi von einer Position auf eine andere rollen, ohne dass man in so Pfützen rein quasi reingerät, weil sonst kriegt man da so einen Balken unten, so Prozente abgezogen, da muss man es mehrmals machen. Wenn ihr es gut macht, dann braucht ihr da nur einen Try. So, das nächste haben wir jetzt hier auf den Koordinaten 58, 67. Das holen wir uns auch noch. Und dann müssten wir jetzt noch ein letztes holen und dann sind wir tatsächlich durch. Viel mehr gibt es eigentlich beim Braufest nicht. Heißt, wenn ihr das Achievement hier macht, plus noch ein paar Daily Quests und das Dungeon, und das ein paar Tage oder mit 1-2 Twinks könnt ihr euch eigentlich alles kaufen. Außer euch fehlen natürlich ein Haufen alte Sachen noch. Aber auch an die kommt ihr jetzt über das Achievement hier. Da ihr 120 Marken schon mal für 10 Minuten rumfliegen kriegt. Ziemlich einfach an. Also das ist schon nicht so verkehrt. Und falls euch jetzt noch alte Achievements oder so fehlen. Ich habe zu den ganzen Erfolgen, glaube ich, im Braufest. Habe ich auch Videoguides gemacht, falls euch da noch was fehlt. Aber die sind halt mittlerweile alle schon ein bisschen her, ne? Aber sollten immer noch soweit aktuell sein. Gut, dann haben wir das letzte Ding und zwar hier unten auf den Koordinaten 76, 35. Machen wir das noch auf, dann sind wir durch. Und ja, ich glaube, es war gar nicht so schlimm, dass wir jetzt hier gar nicht alles gecuttet haben. War jetzt zwar ein bisschen längeres Video, aber dann konnte ich euch noch so Randinformationen quasi an der Seite mitgeben. Gut, das war's mit einem kleinen Videoguide. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich werde mir jetzt mein Toy kaufen, da gibt es dann auch noch mal ein kleines Video zu. Und dann, wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euch, bis dahin. Ciao.